die Mercedes SL-Baureihe. Es ist vielleicht eine der Ikonen der Modellgeschichte Mercedes-Benz, vielleicht sogar der Fahrzeughistorie. Wir haben hier die Baureihe R107. Diese SL-Baureihe wurde am längsten gebaut, von 1971 bis 1989. Wir haben hier ein Fahrzeug der ganz frühen Generation, Baujahr 1971. Was ist besonders an dem Fahrzeug? Dieses Fahrzeug ist immer noch erste Hand. Das heißt, alle Dokumente der Originalität sind vorhanden. Das Fahrzeug wurde in München ausgeliefert. Das heißt, wir haben einen bayerischen SL aus 1971 mit Original-Matching-Colors und Matching-Numbers. Das heißt, das Fahrzeug wurde wirklich vor 51 Jahren so ausgeliefert. Der Lack wurde zwar erneuert und das Stoffverdeck auch, aber in der Originalfarbgebung. Der Innenraum ist komplett original belassen. Warum ist das so? Der Vorbesitzer, der Erstbesitzer, hat hier noch Schonbezüge darüber gehabt. Deswegen sind wir auch nach 51 Jahren in der Lage, euch dieses Fahrzeug im Originalinterieur vorzustellen. Ein wunderschöner Klassiker, sehr schön zu fahren. Wir nennen die R107 Baureihe Daily Driver und in dieser Originalität und nachweisbaren Historie vielleicht einzigartig.